Hi Leute, das ist Sano hier. Im Moment geht's Schlag auf Schlag. Eben noch die News rausgehauen, was mit den Spezialisierungen passiert. 2 Tage vorher, dass sich Massive gemeldet, dass neuer Content kommt. Und jetzt eine Hiobsbotschaft, die wir eigentlich hätten erwarten können. Division Heartland wird verschoben. Der Earnings Call von Ubisoft hat bestätigt, Division Heartland wird zwischen April 2022 und März 2023 nun kommen. Und ich sag mal, ich hab persönlich wirklich damit gerechnet. Ich meine, ich hab das Alpha-Gameplay gesehen, die 20 Minuten, die werden wahrscheinlich viele von euch gesehen haben. Ich habe ein Video gemacht zu den ganzen Sachen, die man in dem Trailer sieht und nicht zeigen kann. Und ja, das und das Feedback, das ich mitbekommen habe, war eigentlich relativ positiv. Jetzt kann man natürlich spekulieren, warum, wieso, weshalb. Ne? Das, ja, schwierig. Aber immerhin besser das, als dass wir uns Schmutz vorsetzen. Deswegen, wenn wir es nehmen, ich habe mich persönlich drauf gefreut, sehr sogar. Und aber was will man machen? Ne? Ubisoft hatte ja vor ein paar Tagen schon das DLC für Ghost Recon Breakpoint angekündigt, das Motherland, Operation Motherland. Und das soll ja schon am 2.11. kommen. Und schaut, wenn ich ehrlich bin, gar nicht mal so schlecht aus. Ghost Recon Breakpoint hat sich ja gemausert. War ja auch ein Katastrophentitel, der mit der Zeit besser wurde. Wie die meisten Titel leider im Moment, ne, legen Katastrophenstart hin und werden dann mit der Zeit wieder besser. Ich habe es bei einigen von euch mitbekommen, die sich das eventuell auch anschauen werden. Bin mal gespannt, was ihr sagt. Und zusätzlich kam ja die Ankündigung für das Ghost Recon Frontline. Auch ähnliche Battle Royale, ähnliche Free-to-Play-Game. Und ja, da Division Heartland auch ein Free-to-Play-Game wird, die gehen mittlerweile immer mehr ein bisschen auf das Schimmer. Ich bin persönlich nicht so der Fan von Free-to-Play, außer das anständig gemacht. Es gibt wenige Spiele, die das gut hinbekommen. Und deswegen hoffe ich besonders für Division, fürs Franchise, dass Heartland wirklich was wird. Ich hab da echt Bock drauf, weil es absolut die Survival-Vibes hat und ja, echt Spaß bringen könnte und ein bisschen was, sag ich mal, gut zu machen hat, was Division 2's PvP angeht. Könnte da ausgelagert werden, wenn die beiden dann noch miteinander verknüpft wurden. Wir haben schon drüber gesprochen. Ich bin echt gespannt. Ich lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster und sage, dass Red Storm das Ganze hinbekommt. Ich hab da schon Vertrauen und warten wir es einfach ab. Jetzt haben wir noch ein bisschen mehr Zeit drauf zu warten. Schreibt mir mal, was ihr darüber denkt, Leute. Ganz kurz, ganz knackig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye.